Die Freude an der Kunst während der langen Nacht der Museen wurde in München erheblich befördert durch Oldtimer, die in dieser Nacht Gäste zwischen dem Deutschen Museum und dem Verkehrszentrum mitnahmen. Rund 90 Fahrzeuge mit einem Mindestalter von 30 Jahren nahmen insgesamt 3.172 Passagiere mit auf Zeitreise und brachten ihnen so automobiles Kulturgut näher. Zweitausendzwölf wurde das vierte rollende Museum München eröffnet durch TV-Moderator Jan Stecker, der die erste Runde im Osten Juli mitfuhr. Besondere Begeisterung lösten immer wieder die VW-Busse aus. Ein ehemaliger Lufthansa-Bus, den Volkswagen Classic aus Wolfsburg an den Start gebracht hatte, war eines der Highlights. Zwei seltene Samba-Busse und ein Campingbus mit Originalausstattung beeindruckten die Mitfahrer. Ein ganz besonderes Erlebnis war die Tour in einem der Vorkriegsfahrzeuge, wie beispielsweise einem höchst seltenen British Samson, Baujahr 1934. Ältestes Fahrzeug im Teilnehmerfeld war der bildschöne Chrysler 52 aus dem Jahr 1927, gefolgt von einem eleganten Ford Tudor I 1928. Zu erzählen hatten die Besitzer der historischen Automobile viel, während der Fahrt vom größten technischen Museum der Welt zum neuen Verkehrszentrum auf der Theresienhöhe. Als ich 5 Tage alt war, bin ich mit diesem Auto vom Krankenhaus rechts der Isar abgeholt worden. Vom legendären Jaguar E-Type musste man in dieser Nacht nicht träumen. Man durfte sogar einsteigen und Platz nehmen. Auch die ganz kleinen Oldtimer wie das Gottomobil
aus den Zeiten des Wirtschaftswunders konnten erprobt werden. Im Messerschmitt-Kabinenroller erfährt man München aus einer ganz neuen Perspektive. Die breite Palette der Oldtimer-Szene zeigten auch die riesigen Feuerwehren. Angeführt vom originalen Leitfahrzeug Florian 12, einem beeindruckend schönen BMW Barockengel. Ein historischer Unimog und ein seltener Framo-Kleintransporter verstärkten das Feld. Der Andrang beim rollenden Museum war groß. Aus dem Bestand von Audi-Tradition chauffierten ein seltener DKW-Luxusbus F800 und ein DKW F94 die Gäste. Auch mit dabei ein Volkswagen K70 aus dem Volkswagen Klassikbestand. Für viele der Gäste, die im Oldtimer mitfahren durften, war es überhaupt der erste Kontakt mit einem historischen Fahrzeug. Getragen wird der Event durch das Engagement jedes einzelnen Oldtimer-Besitzers, der ehrenamtlich hier an den Start ging. Unterstützt wird das Bestreben, historische Fahrzeuge ins Weltkulturerbe der UNESCO aufzunehmen. Das nächste rollende Museum München findet am 19. Oktober 2013 statt.